Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React-Video, was eigentlich nicht so geplant war. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, auf Rainer Niewehr zu reagieren, beziehungsweise auf irgendetwas, was er so rausbringt. Die aktuelle Situation bei Rainer ist ja, er versteckt sich halt in Zobis bei Plauen und ist dort, ja, ne, in der Arbeiterwohnung und alles und versteckt sich halt dort. Aber die Aussage, die er hier trifft, das sage ich euch jetzt mal, hat für mich eine persönliche Bedeutung, was ich schon mal seit Jahren machen wollte, da ich mit Österreich auch eine persönliche Geschichte habe. Ich habe einige Jahre in Österreich gewohnt und gearbeitet und in Vorarlberg, falls ihr es genau wissen wollt. Aber hat allgemein mit Österreich zu tun, dass jemand so drauf ist und solche Aussagen trifft. Das hat mich auch damals getroffen. Da muss ich noch was sagen. Ja. Ich hatte damals auf TikTok waren damals einige Videos rumgegangen, wo das Ganze geschehen ist, wo das passiert ist. Das war schon ganz schön krass. Also es war schon, da haben teilweise Leute gefilmt, die von Weitem, also aus ihrer Wohnung, gefilmt haben, wie die Schüsse gefallen sind. Ja. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Ja, und das Ganze ist jetzt hier, der Kanal nennt sich der Spiegelkanal und das ist der Drachenlord Discord Aufklärung. Das ist der dritte Teil und den möchte ich jetzt mal starten. Ja, wir fangen mit Serial natürlich an. Serial Talk. Ja, Metal-Leute, ich grüße euch. Hier ist er wieder. Der dritte Teil meiner schönen Wochenendreihe. Ich werde es auch jetzt schönes Wochenende Teil 3 nennen. Einfach um den Titel so unverfänglich wie möglich zu halten und YouTube so wenig Chancen wie möglich einzuräumen. Oder wenigstens so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Jetzt habe ich zwei Videos gemacht, da bin ich so ein bisschen über die Themen hinweggeflogen. Das Thema, was jetzt kommt, da kann ich das nicht. Das braucht ein eigenes Video, deswegen wird das hier wahrscheinlich auch nicht so lang. Aber ich will dieses Thema auf gar keinen Fall einfach nur so oberflächlich mal so nebenher abhandeln. Ich möchte das separat machen, in einem Extra-Video, das nur für diesen Zweck gedacht ist. Ja, deswegen habe ich euch zwei Ausschnitte mitgebracht. Die gibt es als Audio. Es gibt sowieso nicht viel zum Sehen, nur zum Hören. Aber was laber ich? Hört's euch einfach selbst an. Los geht's. Der nächste, der mir Bevor wir einsteigen, Freunde, ja, Rainer, ihr wisst ja, wie Rainer auf Discord ist. Der Typ kann einfach nicht schweigen, der kann einfach nicht anderen Menschen zuhören, anderen Menschen zustimmen. Er ist ein Narzisst durch und durch und kann einfach nicht irgendwie mal die Leute auch ihre Meinung sagen lassen. Denn jeder Mensch von uns, ja, wir wissen das ja. Ihr wisst das bestimmt auch, die mir hier zuhört. Wir haben doch alle eine eigene Meinung, eine Ansicht und lassen doch auch das Gegenüber den Gegenüber aussprechen. Und das kann der Typ nicht. Und jetzt wird's hässlich, richtig hässlich. Also das kann ich euch schon mal bestätigen. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, es wird wirklich hässlich. Ein bisschen zu sehr auf den Sack geht, wo ich total übermüdet bin, der kriegt der Bauer, kriegt immer mal Faust ins Gesicht, Alter. Schauen wir mal, ob er noch lachen kann. Das Beste wäre, wenn das wer macht, die anderen sind. Ja, Mann, vor einer Stunde. Ja, und weiter Ja, ich meine, geht's? Er halbe ist Stunde. gerade Amoklauf. Versteht mich nicht Ja. falsch, versteht mich nicht falsch. Da ist gerade Amoklauf, ja, gerade eben in Wien, in Österreich, in Wien. Das habe ich auch mitgekriegt, wo das live war, habe ich das mitbekommen, dass in Wien Amoklauf ist, ja. Und seine Reaktion, okay, ich lass laufen. Na, aber was interessiert mich das? Was kümmert Naja, mich das das? sterben gerade Halt viele Menschen Nachricht. Na vielleicht und? so. Na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefühlt. Ja, aber du kannst einen Amoklauf mit einem Menschen Alter, nicht mit den Eltern vergleichen. hast du eine Ahnung? Doch, kann ich. Doch, kann ich. Hast du eine Ahnung, wie oft ich am liebsten Sorry, ich welche bin von deiner raus. um hast, ja, Arschloch. Hast du eine Ja, Ahnung, nee. wie oft ich diese Wichser umbringen Hä? will? Hä, was war denn jetzt?
Ey, ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Es ist jeden Tag irgendwo ein Amoklauf. Es interessiert keinen. Jetzt gerade, weil es genau bei uns um die Ecke ist, interessiert es wieder jemanden. Es interessiert ja, niemanden. Das ist irgendwo auf der Welt ist immer Amoklauf. Irgendwo sterben immer Leute. Muss ich mich jetzt um die ganze Welt kümmern, oder was? Ich habe genug Probleme mit meinem eigenen Leben. Ich habe euch gesagt, dass ich übermüdet bin und ich habe heute absolut keinen Bock auf so einen Scheiß. Mich interessiert das nicht, wenn irgendwo auf der Welt Leute sterben. Irgendwo auf der Welt sterben immer Leute. Das ist ja in Ordnung, aber den Vergleich zu ziehen ist halt heavy. Bist du jetzt so aggressiv? Das ist überhaupt nicht heavy. Okay. Und genau das ist jetzt auch der Punkt, den sie meint. Es hat nichts mit ihm zu tun und er steigert sich so rein in sein, dass das mit dem Amoklauf ständig bei ihm wäre. Das ist nicht wahr. Leute, das war niemals wahr. Niemals. Er war der Erste, der zurückgeschrien hat, wenn die Leute gegangen sind. Die sind dann zurückgekommen und, oh, meine Güte. Ich kann mich im Ton, ich will mich nicht vergreifen im Ton jetzt, aber gerade die Zeit, ich saß auf meinem Sofa, ich habe das wirklich mitgekriegt live und habe wirklich gedacht, oh nein. Aber ja, seine Reaktion. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Hurensöhne hier, die mich am liebsten umbringen würden. Vergleich doch jetzt nicht einen Schiss. Alter, jetzt pass mal auf. Weißt du, wie oft ich schon in Waffenläufe geschaut habe inzwischen? Wie oft ich mit einem Messer angegriffen wurde? Ja, natürlich. In welchem Film lebt der eigentlich? Mit Waffen, mit was weiß ich allem. Mit Steinen, die größer sind als meine Faust. Und meine Faust ist jetzt nicht gerade klein. Ja. Ich habe jeden Tag mit solchen Hurensöhnen zu tun, die mich am liebsten unter die Erde bringen würden. Also wurde auf dich auch verpasst. Das hat ja niemand gesagt, dass das harmloser ist oder so. Er hat, glaube ich, einfach nur die Info gedroppt, wenn nicht. Ja, mich interessiert es nicht. Was will ich damit? Ja, was kann ich mit dieser Info anfangen? Nee, wir haben nur alle ein bisschen das verfolgt. Weißt. Mahlzeit. Hallo. Hi. Mahlzeit. Ich kann mit so einer Information heute überhaupt nichts anfangen. Und wenn es so weitergeht mit diesem Empathie, Mut, wahrscheinlich irgendwann. Nein, das ist keine Ankündigung, aber irgendwann wird hier auch ein Amoklauf abgezogen, wenn es so weitergeht, Alter. Weil ganz ehrlich, Alter, wie lange soll diese Scheiße so weitergehen? Ich sehe echt gute Nerven mit denen. Also ich wäre da schon längst durchgedreht und hätte einen gegen die Wand gestellt. Ich glaube nicht, dass es einen auf der Welt gibt, der das besser durchgestanden hätte wie ich bisher. Ja. Glaube ich auch. Mich interessiert nicht, ob irgendwo auf der Welt ein Amoklauf ist. Das ist immer jeden Tag irgendwo. Ja. Mehr gibt's dazu ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Ich wollte jetzt diesen Ausschnitt hier auch nicht je unterbrechen und dazwischen labern. Ich wollte, dass ihr das ungekürzt, ungefiltert, ungeschnitten hört. Hier ist auch nichts rausgeschnitten worden. Ich habe natürlich jetzt hier abgebrochen an der Stelle, weil das ist die Information, die ich transportieren wollte. Und das, war für mich einer der größten Klopper, die Rainer je gebracht hat. Rainer, also ich mit Rainer reden, habe ich jetzt gar keine Lust. Ich rede lieber über ihn, weil ihn das viel mehr aufregen würde, wenn er es hören würde, was er natürlich niemals tut. Aber wenn es so wäre. Leute, das war am 2. November 2020. Da ist ein Einzeltäter durch die Gegend gelaufen, hat 4 Menschen erschossen und 23 teilschwer verletzt. Da sind Menschen in der Stadt unterwegs, die ihrem Tagwerk nachgehen, wie auch immer das aussehen mag. Und dann kommt ein durchgeknallter Irrer mit einem Maschinengewehr an und ballert den Leuten Blei in den Ranzen. Sie werden erschossen, ermordet, getötet. Leben werden ausgelöscht von einem Einzeltäter, der sich selbst als Sympathisant des Islamischen Staats sieht. Und davor noch Videos auf Instagram oder Bilder auf Instagram mit irgendeinem islamischen Glaubensgelöbnis oder was hochlädt. Ja? Das muss man sich mal geben und dann stellt Rainer sich hier hin und sagt, das interessiert ihn einen Scheiß, der große Pazifistenlord, der Anti-Mobbing-Jesus, ja, dieser kleine, miese, verlogene, dreckige Heuchler, der er ist. Das ist sein wahrer Charakter. Ich möchte, und deswegen mache ich diese Videos hier,
Ich mache sie, um aufzuklären über sowas, auch wenn das wahrscheinlich... Ja, und ich habe auch schon React-Videos auf Rainer gemacht, ja, das ist schon eine Weile her, um einfach nur zu zeigen, wie er drauf ist, ja. Das ist abnormal, wirklich abnormal. So keine, überhaupt keine Empathie, da ist nichts mit Empathie vorhanden, Leute, ja. Ihr müsst ja mal genau hinhören, es ist empathiemäßig, ist da nichts da. Es ist nichts da, nichts, nothing, zero. Wenn gerade dieser Vorfall in Wien, das Ganze, das ist ein Vorfall, Rainer, ja. Das ist wirklich mir fehlen manchmal wirklich immer wieder die Worte. Eh schon jeder weiß. Aber ich mache das für die zwei, drei Menschen da draußen, die es nicht wissen. Für die mache ich das. Nicht für die 5000, die den ganzen Scheiß schon 100 Mal gehört haben. Und einfach nur, weil sie unterhalten werden wollen, reinklicken. Was übrigens völlig legitim ist. Ja, aber für diese Menschen mache ich primär diese Videos nicht. Ja, ich freue mich natürlich, wenn sie sie gucken, aber das ist nicht der Hauptgrund. Das ist höchstens ein Nebeneffekt. Aber der Hauptgrund ist, ich möchte Menschen erreichen, die Rainer nicht kennen und ihn supporten. Und ihn ernsthaft supporten, nicht die 99% Trolle. Mir geht's um das 1%. Um die geht's mir. Und, oh, ich schon wieder mit meinem scheiß Mikrofonständer hier. Die will ich erreichen. Nicht die 99% und auch nicht die Eingefleischten. Sondern das 1%, das sie nicht kennt. Und deswegen habe ich diesen Ausschnitt hier gewählt. Weil er Rainers, weil es ein seelischer Offenbarungseid ist. Das ist Rainer, wenn er glaubt, dass man ihm nicht zuhört. Oder dass man ihn nicht aufzeichnet. Wenn er glaubt, er ist unbeobachtet und unüberwacht, dann kommt das daraus. Er vergleicht, also er macht es ja, klar vergleicht er das. Er vergleicht seine Lage, seine selbst herbeigeführte Lage, die natürlich... Genau, das ist ja auch surreal. Sorry, dass ich unterbreche. Aber das stimmt, er vergleicht seine Lage mit der, die damals in Österreich passiert ist. Finde den Fehler, finde wirklich, also das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wie gestört muss man sein, um echte Verbrechen, die passieren, gerade in dem Zeitpunkt in Wien, wirklich Menschen gestorben sind und verletzt wurden, wie gestört muss man sein und seine komische Lage, die er da im Altschauerberg hatte, zu vergleichen. Denn da oben im Altschauerberg, ja, wo er gewohnt hat, Altschauerberg 8, war nichts passiert groß. Gab natürlich auch Ausnahmen. Es gab natürlich auch Menschen, die haben es übertrieben. Das ist ganz klar. Ja, das gibt's überall. Aber bei ihm, nein, niemand wollte ihn erschießen. Er hat nie in Waffenläufe geschaut. Er wurde nie mit Schlagstöcken angegriffen. Ja, gut. Er hat sich mit einem Stock selbst den Zahn rausgeschlagen. Okay. Das ist genau das, was passiert. Nicht schön für ihn sein kann, das ist so, aber die vergleicht er mit Menschen, die von irgendeinem Fremden aus religiösen Gründen mitten in der Stadt einfach auf der Straße niedergeschossen werden. Rainer, 4 Menschen werden ihre Eltern nie wiedersehen. Oder ihre Geschwister oder ihren Mann, ihre Frau. Ja, diese Menschen sind tot. Sie sind ermordet worden von einem durchgeknallten Einzeltäter, der glaubt, Allahs Werk zu verrichten. Ja? So sieht's aus. Da sind nicht irgendwelche Leute, die mit Kameras anrücken und dir vielleicht ab und zu mal eine Farbbombe aufs Haus schmeißen. Das war ein Typ mit einer Knarre. Okay, der bringt Menschen um. Hat einfach 4 Menschen... Moment, die haben mir eine Bombe rausgeschmissen. So, ich weiß, es ist nicht witzig, das Thema, ja. Erschossen und 23 verletzt. Und du stellst dich da original hin und sagst, dass man das vergleicht, dass deine Lage ja noch viel schlimmer ist. Es ist wirklich, mir ist die Kotze hochgekommen, als ich das im November 20 gehört habe. Mir ist die Kotze hochgekommen. Ich habe gedacht, mir geht's Messer in der Tasche auf, ich wollte ins Auto steigen und dahin fahren. Leider war die Fahrt einfach, ich bin faul und keine Zeit und so. Aber Gott. Ich wollte tatsächlich auch mal hinfahren zum Altschauerberg, aber hab's nie geschafft. Ich hab's nie gemacht. Also, Rainer, falls du das hier hörst und was du nicht wirst, wir sehen uns irgendwann. Auf Garantie. Sei Dank, wohne ich nicht in seiner Nähe. Ich hätte ihm die komplett
Ach, ich kann es gar nicht sagen, was ich mit ihm alles gemacht habe. Es hat auf jeden Fall jetzt ihm keinen Spaß gemacht. Mir schon, ihm nicht. Ja? Ich hoffe, was heißt ich hoffe? Es gab ja dann eine Welle an Empörung und einen Haufen Besucher aus Österreich. Die hat es ja dann gegeben. Und schon hat sich Rainer über die deutschen Landesgrenzen hinaus ein paar mehr Hater geschaffen. Denn man muss mal einfach mal so sagen, es gibt natürlich in Deutschland ein Vielfaches mehr Hater als in der Schweiz oder in Österreich oder so. Aber da hat er sich ein paar mehr gemacht. Und der Kracher war, der nette junge Mann da, der gesagt hat, sorry, ich bin raus, war ja ein Österreicher, konnte man ja hören. Und Rainer dann so, ja, Arschloch, geht's eigentlich noch? Da ist jemand zu Recht, völlig zu Recht, du bist übrigens ein Ehrenmann, der du dir das nicht geben wolltest und aus Protest das Discord verlassen hast. Das hätten viele machen sollen, Leute. Das hätten damals viele machen sollen. Einfach aus dem Discord verschwinden und einfach mal den einfach nur sitzen lassen sollen. Einfach mal gehen. Raus. Weg. Ja, Rainer, das ist zu viel. Ja, komm, raus. Ich bin weg. Das hätten die meisten machen sollen. Aber nein. Wir wissen alle, wie es war. Geht raus. Da will jemand das nicht hinnehmen. Dass Rainer das einfach als mir doch scheißegal und bei ihm ist er noch viel schlimmer abtut, wenn in seinem Land, in seiner Hauptstadt Menschen erschossen werden. Mitten auf der Straße ohne Grund. Das wollte der sich nicht bieten lassen und Rainer hat sich beleidigt gefühlt. Dieser egoistische kleine Bastard. Ja? Und das ist Rainer, Leute. Nicht diese verlogene Anti-Mobbing-Jesus-Scheiße, die er seinen grenzdebilen Drachis immer wieder vorlügt. Nein. Das, Aufnahmen wie diese hier, zeigen, wer er ist. Das ist Rainer. Der Rest ist schlecht gelogen, mies hingestümperte Heuchelei. Punkt. Aber es wird ja noch besser. Rainer war ja noch nicht fertig. Er hat dann, ich weiß nicht, 1-2 Tage später, bin mir nicht ganz sicher, oder am nächsten Tag war es. Am 3.11.20 hat er dann ein Video aufgenommen. Auch hier gibt's nur die Audiospur. Man sieht ihn zwar vor der Kamera sitzen, aber das ist einfach, das lohnt nicht, das jetzt einzublenden. Deswegen gibt's hier einfach nur Ton. Das, was jetzt gleich kommt, nennt Rainer dann übrigens eine Entschuldigung für sein Verhalten am Vortag. Ja, Achtung. Zwei Monster haben wir geholt. Passt mal auf, ich muss mal kurz was loswerden noch, weil ich da gerade wieder was gesehen hab. Ich habe mich gestern Abend im Discord ziemlich assi verhalten, was die Sache mit diesem Amoklauf anging. Das wollte ich mal kurz klarstellen. Passt auf. Die Sache in Wien oder was das war, ich habe damit absolut nichts zu tun und kenne mich damit aus, aber was ich damit gekriegt habe, was die zu mir gesagt haben, so Amoklauf in Wien und so, es ist schlimm. Das ist absolut keine Frage, das ist schlimm. Aber ich habe jeden Tag so viel Stress und so viel Scheiße und so viel Assis vor meiner Haustür, dass ich keinen Kopf dafür habe, was, keine Ahnung, Tausende oder Hunderte von Kilometern entfernt passiert. Ich kenne niemanden aus Wien, zumindest jetzt nicht, dass ich wüsste so. Und das ist natürlich scheiße, klar, aber ich habe damit an sich nichts zu tun und ich kann mir da nicht den Kopf drüber zerbrechen. Ich habe so viel Sorgen jeden Tag und so viele Probleme mit dem ganzen Scheiß und mit meinem eigenen Leben. Und jeder, der mich kennt, der müsste das auch wissen, so, wer meine Videos kennt, meine Streams kennt, wer die ganze Sache mit den Hatern verfolgt und kennt, der müsste das auch nachvollziehen können. Ich habe für sowas keinen Sinn und wenn mir dann jemand auf den Sack geht und mir ewig diskutiert und noch dazu ich übelst übermüdet bin, was ich gestern war. Oh mein Gott, Jesus Christ, was erzählt der, was soll das? Das ist doch keine Entschuldigung, nichts. Leute, ich habe es euch am Anfang des Videos schon gesagt, ich habe selbst in Österreich gewohnt und gearbeitet. Das hat jetzt nichts zu bedeuten, dass ich jetzt extra Sympathie oder sonst was habe. Aber die Menschen dort, ich habe Empathie für Menschen, die, das muss niemand passieren, das darf nicht passieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Mir fehlen hier wieder die Worte. Und wieder, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, jedes Mal, wenn ich diesen Typ zuhöre, da ist irgendwelche Gehirnzellen schalten sich aus, weil er ist nicht nur selbst dumm, sondern er macht einen dumm. Ohne, ja, wisst schon. Weil ich gestern einmal 2 Stunden geschlafen habe, da kommt dann noch dazu, dass ich dann auch noch schnell, recht schnell aggressiv werde, wenn man mir auf den Sack geht.
Und gestern war ich jetzt brutal übermüdet, weil ich nicht einmal 2 Stunden geschlafen habe, weil ich auch noch angepisst war wegen den ganzen Assis, die von meiner Haustür waren, ständig war den ganzen Tag, weil gestern hat der Lockdown angefangen und gestern war den ganzen Tag sind hier Idioten von meiner Haustür gestanden. Und genau das ist halt so die Sache, weißt du? Das ist schlimm mit Wien und so, ne? Diese Sache mit dem Amoklauf. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich persönlich kann damit nichts anfangen und für mich persönlich interessiert es deswegen nicht, weil Amokläufe und so ein Scheiß ist überall auf der Welt. Jeden Tag sind irgendwelche Amokläufe, jeden Tag sterben Tausende von Menschen überall. Wenn ich mir um jeden Sorgen machen müsste, dann brauche ich mein eigenes Leben nicht mehr führen. Dann kann ich mich gleich umbringen. Wisst ihr, was ich meine? So, und ich kümmere mich um andere oder ich versuche mich um andere zu kümmern. Ich versuche mich empathisch zu geben. Ich versuche empathisch zu sein. Ich bin empathisch. Okay, stopp, hier muss ich mal ganz kurz einmal anhalten. Ich hoffe, ich habe die richtige Stelle getroffen. Ich möchte, dass ihr diese 2 Sekunden nochmal auf halber Geschwindigkeit hört. Achtung. Ich kümmere mich um andere oder ich versuche mich um andere zu kümmern. Ich versuche mich empathisch zu geben. Ich versuche empathisch zu sein. Ich bin empathisch. Ja, nur ein Kommentar dazu, dann drücke ich hier sofort wieder auf Play. Er versucht, sich empathisch zu geben. Habt ihr diesen freudschen Versprecher gehört? Er hat Ein Kommentar von mir. Er kann wahrscheinlich das Wort Empathie nicht mal schreiben, Leute. Denn Empathie bedeutet, dass man auch für seine Mitmenschen irgendwie was fühlt und irgendwie auch Mitgefühl hat. Und das hat Rainer nicht. Nothing, zero, sage ich nur. Versehen, wirklich aus Versehen mal die Wahrheit gesagt. Und sofort hat er sich versucht zu korrigieren und hat den olympischen Goldmedaillensieger im Zurückrudern gemacht. So. Also Rainer hat aus Versehen hier mal die Wahrheit gesagt, er versucht sich empathisch zu geben. Weiter geht's. Aber ich kann mir nicht um alle auf der Welt Gedanken machen. Und ich bin in den letzten Monaten und in den letzten Jahren vor allem sehr stark darauf bezogen, mein Leben in den Griff zu kriegen, weil mein Leben aktuell für mich persönlich wichtig ist und für mich persönlich ein Haufen Scheiße ist. Und genau aus diesem Grund versuche ich mein Leben aktuell zu kriegen. Deswegen habe ich da für die Leute, wenn ich gestreamt habe, den haue ich so hoch kann aus dem Discord, dass ich wünschte, hätte nicht gestreamt. Weil es war ein Privatraum nämlich gestern, das ist so ein Normie-User-Raum. Aber es spielt gerade keine Rolle. Was ich sagen will, ist einfach nur, ich war gestern extrem angepisst, ich war gestern total übermüdet und das Ganze ist eine Sache, die schlimm ist, gar keine Frage, aber ich habe damit absolut null zu tun und ich kann damit auch nicht anfangen, weil ich eben so viele andere Sorgen habe. Und wer mich nicht da verstehen kann und wer nicht nachvollziehen kann, dass ich da so angepisst reagiert habe oder so reagiert habe, wie ich reagiert habe, dem kann ich leider auch nicht helfen. Ne? Das wollte ich hier nur mal kurz anmerken. So, und das, finde ich, macht den Klopper nochmal ein bisschen klopperiger, wenn man das so sagen darf. Grammatikalisch ist natürlich völlig falsch, aber ist egal. Seine Entschuldigung hört sich dann so an, indem er einfach den gleichen Scheiß nochmal wiederholt. Rainer, es interessiert keinen Schwanz, ob du müde warst. Ja, solche Aussagen, du kannst ja denken, was du willst. So, Freunde, mir ist das hier zu viel. Ich muss hier beenden, denn ich höre mir das noch zu Ende, aber seid mir nicht böse, aber die Ausreden von Rainer, die kann ich nicht mehr erhören. Ich wollte eigentlich keine Videos mehr über diesen Typen machen, weil der ist nicht so wichtig und er hat auch keine Aufmerksamkeit in der Hinsicht verdient, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch aufmerksam machen auf seine Fehleinschätzungen, seine Fehltritte und alles. Man sollte das auch zeigen, ja, auf der anderen Seite. Deswegen habe ich wieder mal ein Video gemacht. Ja, okay. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin weg. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleiner Auszug. Ja, was heißt gefallen? Ja, gefallen hat mir das nicht, die Aussagen von Rainer. Aber ja, es ist, wie es ist, ja. Kann ich nichts ändern. Ja. Wenn jemand so ist, wie er ist, dann du kriegst ihn nicht geändert. Ja, Freunde.
in dem Sinne, ich wünsche euch was, ja, einen schönen Tag, Abend, Nacht, weiß ja nicht, wenn ihr das seht, aber bis zum nächsten Mal, tschüss.